Okay, haben wir jetzt eine der Schwestern schon getötet? Also, ne? So würde ich es jetzt verstehen. Okay. Gott. Oh, ach, schön. Ach, die Vorratskammer, die Fleischkammer. Das sieht ja alles noch halbwegs vernünftig aus, aber trotzdem, ich würde keinen Bissen davon nehmen irgendwie. Das sieht. Oh. Oh Gott. Ich hoffe, dass es Schwein ist. Ich hoffe. Ach du Scheiße. Und noch mehr Wurstel. Ja, willkommen bei Tönnies. Oh, schön, Salami. Komm, lass Salami. uns da so ein Salami-Nunchaku machen. Was haben wir hier? Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einem da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hatte einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Ja, krass, denn waren nicht alle hier Folterten, die uns da unten nicht hingekommen sind, wa? Das ist übel. Oh! Ah, schau mal, schau! Ja, dann Wie nehmen wir die wolltest du doch mal dich jetzt noch mit. in so einer Blut. Oh. Ja, lecker. Ja, kann man machen. Rostige Reste. Oh, was hängt? Wie, Ziegen? Nee, Hunde? Was ist das? Sieht aus wie Hunde. Was machen die denn da? Warum machen die denn so Gott, warte mal, hier erstmal was? Flintenmunition. Flinten. Oh, Flintenmunition können wir mal ein bisschen nachladen. Na gut, ein Schuss war jetzt Okay, aber scheinbar egal. sind also war Tageslicht oder war es jetzt einfach der Wind, der reingekommen ist? Oder Na, ich weil würde sie. jetzt wirklich sagen, wie du schon sagtest, hier mit Tageslicht, dass sie damit Probleme hat. Weil, wir können auch mal kurz zurückgehen. Weil so sicher Also. fühle ich mich jetzt. Ja, Das ist wobei, kommt jetzt. Tageslicht, ja? Ne? Ja. Okay, ja, deswegen ist die auch angeschrien worden, weil sie ein bisschen ein Fenster geöffnet hat. Ne? Da sind ja alle gleich ausgeflippt. Ne? Stimmt. Das heißt Okay, also. also, Fenster wichtig für uns zum Fakt. Überleben. Und wir haben immer Ah, noch keinen Dietrich. Oh. der Dietrich, ne? Kriegen wir den Oh, jetzt? Köfferchen. Oh, was ist Was ist das? das? Rückstoßkompensator. Für die Lämie. Warte mal, können wir den jetzt hier einfach. Ja. Wie? Teil ausrüsten. Was da? Zack, und schon verlängerter Lauf. Bam. Ach, du kannst Oh. ihn nur mit zwei Dingern ausstatten. Guck mal hier, da drunter. Ah, okay. Du kannst mir Attachments quasi anbringen. Kann man die auch wieder demontieren? Würde das gehen? Warum ist jetzt rausgegangen? Ganz gerade. Ich glaube, eine Spitze. Ausrüsten? Nee. Spezial, warte mal. Okay, nee, alles klar. Darf Ja, man jetzt nur noch okay. ausrüsten, untersuchen? Dann ist es so. Dann wäre ja vielleicht noch mal irgendwie ein verlängertes Magazin ganz gut für das Ding, ne? Alles stimmt. Weil weniger Reload, mehr Firetime. Mal schauen, was wir so finden für die Lemie. Der gucken wir mal. Mal gucken ja auch, was wir beim. Siehst du, hätten wir eigentlich beim Duke so einen Dietrich kaufen können? Nee, glaube nicht. Der hatte. Also. Sah nichts nach einem Dietrich da aus, irgendwie. Ansonsten hätten wir sofort einen Dietrich gekauft. Ah! Ja, du. Na, Okay. lass uns doch einfach nur drüber reden. So, bitte lasst ihn jetzt nicht danach kaputt sein. Ach, daran habe ich gar nicht gedacht. Siehst du, ich habe den jetzt einfach genutzt. Statue. Mal, ob du noch den Dietrich hast. Ah, was Nein! ist das für ein. Also das Prinzip verstehe ich nicht. Irgendwie. Es macht keinen Sinn so. Also so ein scheiß Dietrich ist danach nicht gleich kaputt, Alter. Selbst bei Fallout haben die Dinger länger gehalten. Oder bei Skyrim. Wo sind wir hier? Kann ich jetzt gehen, oder? Ja, ich glaube, das ist immer eine grundsätzlich gute Taktik in einem Raum zu sein, erstmal die Fenster zu machen, ne? Erstmal so ein bisschen Ich. Sicherheit. Genau. Ich wollte gerade sagen, das ist mir jetzt. Das ist mir wichtig. Ja, da gibt's schön feines Lungenrachet. Nach Okay. Dimitrescu-Art. Aufschließen. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Oh, ja, wir sind wieder am Haupttreppenhaus. Ah. Ah, okay.
Ja, dann lass uns doch mal schnell die Flasche einsetzen. Ja, das ist da sehe ich mich. Flasche einsetzen. Außer es kommt jetzt hier eine Überraschung. Das wäre jetzt nicht so schön. Bitte nicht, ey. Bitte nicht. Leute, drückt die Daumen. Das wäre natürlich mit keiner anderen Flasche gegangen. Okay. Der geheime Weinkeller, wohlgemerkt. Oh, eine Kiste. Ich würde mich jetzt so ärgern, wenn ich dafür einen Dietrich brauche. Bitte nicht. Okay. Oh, ein Schlüssel. Hofschlüssel. Den Hof. Naja, süß. Da, wo wir gerade waren. Also, ist auch immer hochdramatisch, wenn du halt so eine Story-Items aufnimmst. Also, da! Da-da. Wie kannst du nur? Warte mal, wir gehen mal ganz kurz zu Duke. Alles klar. Komm, dann lass uns zu Duke. Richtig. Gucken wir, ob wir hier ein paar Vasen kaputt machen. So. Schönes was finden hier. Also, das geht nicht kaputt. Ein bisschen Angst habe ich schon. Ja, weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Schön. Was? Oh, okay, du möchtest etwas kaufen? Was denn? Na, wir verkaufen erstmal hier. Wir kriegen 14.000. Das ist ordentlich. Das finde ich gut. So, bestätigen. Das sollte reichen. Was hat er denn Neues im Angebot? Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Ausverkauft? Okay, hat einen größeren Koffer. Ja gut, Koffer. Das Magazin, siehst du das Magazin da? Für die Lemin, erweitertes Magazin. Da können wir mal drüber nachdenken. Also ich sag mal so, würden wir bei der Pistole Magazingröße erhöhen und uns ein erweitertes Magazin kaufen, wären wir bei 13.000. Ja. Ne? Und könnten, wenn wir wollen, sogar noch bei der Shotgun die Magazingröße kaufen. Hier. Gerst mich überzeugt. Und jetzt gehen wir hier noch auf die hier. Aha! Jawoll! So, dann haben wir noch 3.000. Den Rest würde ich jetzt einfach mal sparen. Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Ah, ich liebe es. Hals ich find's, und Beinbruch! Ich finde es so cool, Luffy, dass sie halt so sich eben nicht nur auf Resident Evil beziehen, sondern halt auch auf Teile wie Teil 4. Das ist einfach der Hammer. So. Denn auf zum Hof. Auf zum Hof. 18 Schuss. Soll ich dich um? Wow, 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 wow. Was? Wie? Was? Uns, was? Guck Nein. mal, ob du ein Fenster findest. Ein Fenster. Ein Fenster. Ein Fenster, warte. Lass mich in Ruhe. Ich laufe. Dieser Durst. Ah, dieser Durst. Den werde ich jetzt mit dir nicht stellen. Kann ich alle nicht kaputt machen. Shit. Meine Kehle ist so trocken. Nicht darin. Nee, hier gibt's auch kein Fenster. Wo ist sie hin? Kommt vielleicht die Treppe hoch. Gleich. Dauert wahrscheinlich einfach ein bisschen länger. Okay, versuch irgendwie zu der Tür zu kommen, die zum Hof rausgeht. Weil da waren Fenster, die... Du bist erledigt. Du kannst mich mal. Ich bin Trickster. Schön gelöst. Schön geklärt, die Situation, Benny. Schön. Aber da vorne sind nämlich... Ist das jetzt die gleiche? Nee, ist eine andere, ne? Nee, das müsste jetzt die andere sein. So, jetzt komm da her. Ah, immer wenn die... Ist das offen? Ja. Aber ich habe auch jetzt die... meine schönen Schmetterlinge sind nicht dabei. Immer wenn anscheinend diese Motten, die sie da hat... Ja. Weg sind, habe ich sie anscheinend abgehängt. Kann man sie abhängen? Oder ist das jetzt gescriptet einfach? Das kann jetzt auch natürlich gescriptet sein. Hm. Hier scheint noch irgendwie wie eine Art Tür zu sein und hier nicht, oder? Doch. Ja, doch. Aber hier komme ich nicht durch. Aber irgendwas muss doch jetzt hier auszulösen sein. Nee, hier ist noch eine Tür. Ah, ja. Okay. Okay. Wir suchen ja immer noch die Schlafgemächer von Dimitrescu. Das heißt, wir müssten hier eigentlich folgen. Okay. Ich will es aber eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich so das Letzte, was man will. Okay. Können wir das hier kaputt machen? Jawohl. Das ist sehr schön. Ich das hier auch kaputt machen?
aber auch gleich bis oben alle kaputt gemacht. Ja, alles. Da wird der Glaser Spaß haben. So. Eine Vase, eine zerstörbare? Ja, die habe ich gesehen. Ich will. Das war jetzt nur gerade so für mich mal gesagt. Irgendwie. Achso. Ich wollte nur nicht mit dem Rücken erstmal da zu ihr hin. Aber man weiß ja nie, immer steht sie hinter mir. Alter, guckt euch doch mal diesen Prunk da an, ja. Das ist alles mit Blattgold veredelte Zeug, ey. Das ist Wahnsinn. Ja. Außen bei dem russischen Zahn, ey. Wahnsinn. Also, mir persönlich ein bisschen too much irgendwie. Für mein Stil, ich bin jetzt nicht Harald Glöckler. Was? Aber was hast du mit meiner Tochter gemacht? Ja, nix. Nix. Komm mal hier. Viel schlimmer ist, was mache ich mit deinen Fenstern, Fräulein? Ja, das ist. Das ist die Frage, wo ist sie? Ist sie jetzt da oder ist sie hier? Okay, hier komme ich nicht rein. Nee. Werf mal kurz einen Blick auf die Karte. Siehst du, wie die Aufteilung ist? Okay. Also hier, da. Hier gibt es noch eine Tür. Hier ist eine Tür. Und da. Okay. Wollen wir vielleicht erstmal komplett rumlaufen, bevor wir reingehen in irgendeine Tür? Und hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Richtig. Also hier können wir schon mal gegenlaufen. So. Passiert nichts. Oh, eine hier? Karte. Karte des Schlosses. Yeah. Wird jetzt damit alles aufgedeckt? Oh ja. Das gefällt mir. Badehaus. Aha. Und da haben wir auch Lady Dimitrescus Gemächer. Ja. Ah, da wollen wir eigentlich hin. Aber ich gehe davon aus, wir müssen wahrscheinlich ins Badehaus. Oder irgendwie hier auf die Terrasse. Damit wir dann nachher hier irgendwie. Ach, keine Ahnung. Schau mal. Naja, es war ja in der Maiden-Demo, ne? Konnte man, glaube ich, diesen Teil irgendwie begehen, den wir aber selber nicht gespielt haben, weil Maiden war nur halt für die PS5. Was aber auch nicht schlimm ist irgendwie, weil ich sage mal so, man will auch nicht zu viel von dem Spiel im Vorfeld haben. Sie haben zwei Demos rausgedroppt irgendwie und das reicht eigentlich auch. Ja, weil damit sind übrigens alle Demo-Parts, die wir gespielt haben, die wir selber gespielt haben, die sind jetzt schon lange, lange weg. Also jetzt ist wirklich komplett für uns blind. Richtig, genau. Das ist auch für uns jetzt Neuland. Okay, ab in die Gemächer der 5-Meter-Frau. Ich bin mal gespannt, was wir dort zu finden gedenken. Nee, in die Gemächer kommen wir leider nicht. Wir müssen erstmal nur ins Badezimmer. Und? Oh, nee, bitte nicht da so ein Blutsee. Hallo. Ach. Stimmt. Oh, es sind wirklich Blut, die immer kurz drin. Ja. Blattball. So, okay, Scheiß. Ich geh wieder raus. Okay, komm. Ja. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sobald der Wein fließen möge. Okay, alles klar. Können wir mit den Figuren interagieren? Können wir da was machen? Nee, aber wenn es heißt, die Frauen sind blind, soll ich die... Wohl, die hat ja geschlossene Augen, oder? Mit geschlossenen Augen. Also die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Na, okay. Die holen jetzt hier ihre... Oh, stopp. Schau mal. Da konnte man untersuchen. Statue drehen. Achso, weiter kann ich nicht drehen? Gibt nur die zwei Positionen, oder was? Warte mal kurz. Ja, es gibt nur die zwei Positionen. Okay. Also dann drehe ich den erstmal mal so hin. Wenn das wahrscheinlich gar keinen Sinn macht. Ich denke, sie muss man drehen, ne? Damit sie halt gar nicht drauf achtet, was sie machen. Ja, okay. Achso, dann muss ich die wieder dahin biegen. Weil die bieten ja ihre Früchte an. Ja, es hört sich falsch an, aber es steht eben halt, da steht's doch, oder? Hier, Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. So, die muss ich wahrscheinlich dann auch nochmal wegdrehen. So, zu ihr hin. Und ihn? Das kann natürlich sein, dass du doch die Leute mit den Trauben zu ihnen drehen musst. War vielleicht doch ganz richtig, dass du die am Anfang gedreht hast, Benny. Achso, die hier? Jetzt habe ich aber alle einmal gedreht. Das kann ja auch nicht sein, oder? Na, warum nicht? Nochmal kurz lesen. Lesen, verinnerlichen und nochmal gucken. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Gut. Das heißt, die Frauen müssen eigentlich weggedreht sein von den Männern.
während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Ja, dann wäre doch aber, warte mal, so, sie guckt woanders hin. Ich hätte mir aber gedacht, dass das so wäre. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, das wäre jetzt so richtig, weil sie guckt jetzt woanders hin. Sie lässt den Wein fließen und sie überreichen ihrem Herrn, wenn jetzt das der Herr ist, die Früchte ihrer Arbeit. Ja, man könnte jetzt so sagen, man dreht nochmal die Arme, also quasi die mit der Weinflasche, nochmal zu der Frau, dreht den Reiter Richtung sie. So, weil alle Herren schauen zu den Frauen. So, den Reiter jetzt dann nochmal. Vielleicht einfach beide nochmal Richtung Frau drehen. Oha, okay, oh ja, das war richtig. Also die Frauen sind blind, die gucken sich gegenseitig an. Genau, die Armen überreichen ihm das. Was? Und hier unten. Alter, wer baut denn sowas unter seine Wanne? Warum? Wieso? Gott. Okay. Ah, sind wir jetzt wieder in dem Keller? Nein, wir sind wieder im Keller, Benny. Nein. Komm, wir tun's. Komm. Let's do it. Or America. Oh. Es hat. Oh, hier müssen wir jetzt wirklich durch knietiefe Blut warten. Ach du Scheiße. Genau. Oh nein. Hier wurden aber so ein oder andere Wannen eingelassen, möchte ich mal meinen. Ja, und wir haben hier auch leider kein Fenster. Warum bewegen die sich? Oh. Was? Da bewegt sich was. Ah. Warum kann ich... Ach Gott. Ich will... Okay, alles klar. Alter, bleibt er im Wasser liegen? Nicht sein Ernst, oder? Hallo? Mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Bin reagiert. Es war mehr, ja. Hm? Ein Reflex. Genau. Oh. Und wo? Wo ist er? Das Wasser steigt. Oder? Stehen bleiben, Kontrolle kriegen. Doch nicht, das Wasser steigt nicht. Da kommt keiner. Jetzt nochmal ihr zwei. Mach den mit Pistole. Der hat schon ordentlich Damage jetzt gekriegt. Sauber. Schön gemacht, Benny. Nase. Good work. Ja, hab ich denn gedacht, dass das Wasser hochgeht? So, als ob das. Ja, steigt. Aber es steigt nicht. Oh, was haben wir da? Pistolenmunition haben wir nochmal. Wunderbar. Ja, es hat schon das krasse Setting. Übelste Atmosphäre hier drin, ne? Irgendwie mit dem Blut, das ist schon wirklich makaber. So, okay, von hier sind wir gekommen. Dann ging's los, weil irgendwo hatten wir doch noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Ja. Mit geflinte Munition, ne? Oh Gott. Gott! Fürchterlich, ey. Einfach fürchterlich. So, von hier sind wir gekommen. Ach, was soll ich noch? Hier konnte man das Regal einfach bloß rüberdrehen, okay? Ah, okay. Hm? Ich würde dennoch mal ganz kurz hier gucken, ob's. Hä? Gab's jetzt hier mehrere Wege? Nee, achso, hier bin ich auch. Achso, okay. Da vorne war halt quasi ein Rund. Wunderbar, schön durch die hängenden Leichen durch, ey. Und da nochmal ein bisschen Feuerholz, Alter. Gibt's eigentlich...
wo war denn das? Wirklich überlegt, ob man die so abluten kann oder was? Ja, ja, das war doch auch bei irgendeinem Game. Warte mal, wo hatten wir denn das? Wo du. Stimmt, hier, The Forest. The Forest, richtig. Wo wir dann. Ja. Oh, Taschen. Was? Shit, Alter. Guck, ob ich dich messern kann. Okay, Messer interessiert dich eher so ein Scheiß. Ich probier's trotzdem mal. Falsche Taste. Das war jetzt nicht gewollt. Oh, fuck. Oh, der hat ziemlich gesessen gerade. Oh, schade. Aber eigentlich hat das Messer schon relativ viel Damage gemacht, ne? Irgendwie. Aber es ist halt schwierig, dadurch, dass sie halt nicht zurückgebrochen werden, ne? Durch den Impact vom Messer. Da könnte man jetzt nur überlegen, ob man dann das Messer nimmt, quasi mit dem Stech, und dann jeweils so nach hinten geht. Aber wenn die eben halt so wanken. Ist schwierig, weil du bewegst dich halt immer an einen sehr gefährlichen Radius rein. Ich würde das Messer vielleicht wirklich nur benutzen, irgendwie, sobald die halt wirklich in die Knie gehen. Oh, wo ist er denn hergekommen? Ja. Oh, noch einer. Okay. Ja, okay. Schnibbidi. Snibbidi. Nein! Oh, wir brauchen auf jeden Fall Heilung. Nee, ich habe ja schon mich geheilt. Alles gut. Hallo Boys! Sonne eine ab. Und als nächstes gibt's die Pistole. Nice Boys. Ah, liegen die da einfach rum, Alter? Gibt's ja wohl ja nicht. Ja, mich würde auch mal interessieren, ob eventuell das Zeug, was sie halt fallen lassen, irgendwann verschwindet, ne? Ob die halt auch so einen Timecount haben. Ich hoffe nicht. Naja, aber zum Beispiel bei Teil 4 war es so, ne? Irgendwie. Echt? Oh, Schießpulver noch. Da ist dann das Zeug einfach, was sie gedroppt haben, ist dann irgendwann despawned, ja, oder was? Ja, einfach so nach vielleicht einer Minute oder so. Ohne jetzt irgendwie was falsch zu sagen, aber ja, gefühlt würde ich sagen, so eine Minute und zwei und dann war's weg. Okay. Kann ich ja mal mit was ausprobieren, was nicht so wertvoll ist. Wobei, nö. Hier wird gerafft, hier wird alles ein. Snibbidi. Snibbidi. Snack? Kopeck? Geht doch. Interessant wäre ja auch mal irgendwie, wenn du den Knieschüsse gibst, ob die sich davon, weißt du, ob die dann anfangen zu strugglen. Na, also so langsam wie die sich bewegen, könnte ich das mal ausprobieren, hast du recht. Da drücke ich doch mal hier, in der Hoffnung, dass der Fahrstuhl hoch geht. Okay. Oh, nice. Tageslicht ist immer gut. Tageslicht ist immer gut. Ich hätte jetzt fast auf F wieder gedrückt. Das Fenzchen? Schade. Moment mal. Ich glaube, das ist auch eine Sequenz, die man aus dem Trailer kennt, die jetzt kommen könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt kommt. Okay. Aber es gab im Trailer eine Sequenz, wie ich schon gerade sagte, irgendwie, wo Ethan, also halt die Spielfigur, vor dem Fenster steht und Lady Dimitrescu sitzt am Spiegel und schminkt sich oder telefoniert, macht irgendetwas. Und die Community war ein bisschen gespalten darüber, ob Ethan in dem Moment, wo sie in den Spiegel schaut, gesehen wird von ihr oder nicht. Mich würde es mal sehr interessieren. Ich kenne die halt nur aus einem sehr schnellen, harten Cut, wie gesagt, aus dem Trailer. Und es ist die Szene. Mich würde es interessieren, wirklich, was ihr jetzt darüber denkt. Irgendwie haut es mal unten in die Kommentare. Werden wir gesehen oder nicht? Wo müssen wir denn hin? Ich denke, also wir müssen hier über die Wand rüber, oder? Oh, nee. Guck mal da. Weil wir können hier rein und wir können hier rüber. Vielleicht gehen wir erstmal kurz hier rein. Okay. Das klingelt zumindest nicht. Guck mal hier. Oh, schöne Bärenfell, schöner Bärenschakruck. Ah, guck mal, Speicherort. Wollen wir mal speichern kurz? Ja, warte, wir sammeln noch ein bisschen. 1000 Lei. 1000 Lei. Wir sammeln noch ein bisschen was ein. So. Und die Tür ist zu. Aber wir kommen noch hier, oder? Wir kommen noch hier. Weiß ich nicht. Ja, wir kommen wieder raus. Okay. Alles gut. Okay. Na, dann schauen wir doch mal. Was da jetzt passiert? Ja.
Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Oh! Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Alter, schon skurril, war diese Riesenfrau? Das ist so skurril irgendwie. Warum? Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Haben gesagt, komm, wir machen einfach mal eine Riesenfrau. So, also, ich verstehe die Beweggründe, die Designgründe nicht. Ich meine, es hat ja seine Wirkung und vielleicht sollte auch einfach nur auf Wirkung hinauslaufen. Oder vielleicht ist irgendwie eine Null verrutscht. Weißt du, das ist ein Versehen. Bei der Polygonfigur und die ist auf einmal so riesig gewesen und die haben gesagt, komm, lass mal. Hallo? General. Ja, so ein Schminktisch muss aber auch erstmal von A nach B schmeißen, wa? Vor allen Dingen, also, ne? Also, der wird jetzt nicht Vollgold sein, ne? Aber halt so vergoldet. Da und ist da ist da gab's noch kein Pressspan. Alter, die Schuhgröße. Ja, 205. Junge. Oh, was ist das? Eine Wiege. Wo bist du? Okay. LaRose war anscheinend hier. Dann schauen wir mal. Mutter rief von zu sich. Entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen. Geburten meine Geschwister wären. Allein bei dem Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss. Hörige Töchter, ewiges Leben. So muss ich doch was Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Oma, also ist das Schloss also nicht schon seit Anbeginn in Dimitrescu-Hände. Aber da wurde doch irgendwie gesagt, irgendwie die Dimitrescus haben doch hier ihren eigenen Wein gebraut. Genau. Oder? Das war ja vorhin unten im Weinverlies oder hier im Weinkeller, Weinroom, Entschuldigung. Aber impliziert das denn nicht irgendwie, dass ihre Vorfahren, die Dimitrescus, in dem Schloss schon waren? Ah. Wie komme ich dem Sünde. Oder hey, vielleicht bin ich einfach nur so doof, das zu raffen. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Also wir können mal auf die Karte gucken. So, wir haben jetzt hier Terrasse, wie ich vermutet hatte, hier lang und ja. Finden wir vielleicht irgendwie einen Schlüssel für die Tür in dem Raum? Vielleicht sollten wir uns nochmal kurz in dem Raum umsehen. Irgendwas an den Wänden, irgendwie geheim... Hey, dicke Glück. Sauber. Geheimgänge. Aber nee. Dann nehmen wir doch mal hier Le Schlüssel. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von mir? Du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern. Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Ach du Schande. Mach doch, du kannst mich mal. Genau, das denke ich mir so. Ja, ja, na pass auf, irgendwie. Ich habe nämlich gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt irgendwie, dass die Dimitrescu so eine Art Nemesis-Charakter ist. Okay. Ach so, das heißt, die wird uns die ganze Zeit jagen. Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt irgendwie, aber... Alter, durch wie viele Etagen hat ihr uns bitte durchgeklatscht? Ja, das war mal ein ordentlicher Buddy Slam, Alter. Okay. Ja, ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe es auch nicht. Aber wenn ich mir diese Musik anhöre dazu...
Ich meine, hier rein kommt sie ja erstmal nicht. Ne? Ist ja viel zu groß dafür. Genau, ja. Die Frage ist nur, wie lange können wir hier drin bleiben? So. Das kommt mir doch. Nee, okay, ich wollte gerade sagen, das kommt mir doch bekannt vor, aber. Nicht ein Korb drin. Was ist noch was hier? Kerzen! Gummistiefel hier, guck mal, oh, schöne Gummistiefel. Gummistiefel liegen auch wirklich, wirklich sehr inflationär da rum in dem Spiel. Ja, das stimmt. Ist ja jetzt überall, wo ich hingucke, sehe ich Gummistiefel. Überall Gummistiefel. Okay. Okay, kann man die Dinger anzünden? Die sehen so aus wie so, als wenn man, also, wisst ihr? Meinst du, ja. Oder sind die einfach nur dazu da, damit man die umgehen kann? Jetzt, hier fällt mir nicht das Areal, Benny. Ich glaube, hier passiert irgendwas. Ich weiß auch noch nicht, was ich daraus machen soll. Was du mit, soll, dir, halt was mit dieser Information umzugehen kannst. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter. Hier gibt's noch eine Kiste. Hier ist noch was. Chemikalie. Oh, schön. Okay. Teller sagt Gold. Sag ich nicht, nee. So, gab's denn hier noch was? Bin ich hier irgendwie? Nee, bin ich auch durch. Okay, dann gucken wir mal weiter. Im Prinzip ist ja eigentlich unser Ziel, rauszukommen aus. Als ob ich dich gehen ließe. Eher wirst du zerfleischt. Als dass du dein Kind wieder siehst. Können die doch nicht mit dem machen. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitrescus zu beleidigen. Was ist denn jetzt? Nein! Oh. Hallo! Ist okay. Jetzt, ja, feuerfrei oder was ist unser, was machen wir? Benny? Ich habe keine Ahnung, ich kann keine Waffe wählen. Sammeln wir unsere Hand? Ja, nehmen wir unsere Hand mit. Wow. Ethan, die arme Sau. Ach, jetzt muss ich hier Hide and Seek spielen mit ihr, oder was? Vergeudest meine Zeit hier. Scheiße. Doch her hier. Hier bin ich. Hier auf der Seite. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Nice. Okay. Oh, denke ich mir jetzt auch gerade. Hello, m'lady. So. Genau, du bist im Ende rennen. Richtig, da war auch nochmal ein Tor. Jetzt, genau. Perfekt. Shit, ey. Die abgetrennte Hand, die ist der Schlüssel. Okay, ich nehme hier irgendwie eine Maske. Und die habe ich jetzt eigentlich nur aus Panik genommen. Du kannst nicht davonlaufen! Oh, scheiße. Alter, die arme Sau. Ja. Ja, genau. Was? Jetzt noch ein bisschen Panzertape rum und ist so gut wie neu. Was? Ist jetzt aber. Hat er sich wieder angesteckt? Ist halt eine Lego-Figur oder was? Oder wie? Was? Das ist ja jetzt nicht sein Ernst. Ach. Oder? Ja, genau. Ach. Was ist denn das jetzt bitte? Das ist jetzt. Ey, ist es jetzt. Links von uns, links von uns. Hinter uns jetzt, 180 Grad. Was denn? Ich höre zwar was, aber ich sehe nichts. Da kam das Sounds gerade her. Na, guck mal. Wieder diese Ghoul-ähnlichen Wesen, oder? Oder Wölfe? Ach, da seid ihr. Die wieder. Oh, guck mal, du hast jetzt eine schöne Distance, irgendwie, um mal Beinschüsse zu probieren. Ah, stimmt, warte. Dup. Ah. Dup. Aber die bleiben nicht lange unten, irgendwie. Aber, Beintreffer sind auch sehr erfolgreich. Jetzt aber, jetzt mal ohne Quatsch. Wie findet ihr das irgendwie?
Die Hand also das ist komplett jetzt abgetrennt. Irgendwie, er hält sie sich einfach ran. Und lass nicht vergessen, er hat vorher desinfiziert. Ne? Also er hat hier, ne, schön. Und dann hat er sie erst wieder rangehalten. Also da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich davon jetzt halten soll, irgendwie. Oder wer ist, oder ist Ethan ja nicht Ethan? Vielleicht ist er auch ein Monster. Haben wir uns vielleicht, ja doch, stimmt, vielleicht haben wir uns auch mit diesem Pilz angesteckt. Sag mal, kommen jetzt hier andauernd diese Viecher? Meinst du, die kommen random? Also einfach so Unlimited Waves, oder? Ja, das weiß ich jetzt nicht, also das ist jetzt, ich meine, ja, die sind jetzt nicht schwer, aber irgendwann ja, gehen wir klar, auch mal die Munition aus. Ne? Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier gucken. Genau. Die sind jetzt, wie gesagt, die sind jetzt zum Glück nicht so. Eine Karte, geradezu eine Karte. Leere Karte. Karte des Schlosses neben dem Gebäude. Wollen wir doch mal hier reingucken. Der Konzertsaal, auch wie schön. Sag doch mal selber, was hältst du jetzt davon? Irgendwie? Also, du wirst die Geschichte mit, jetzt mit dem Arm? Mit seiner Hand? Ja, da habe ich gar keine Theorie. Das ist völlig. Also, weiß ich nicht, für mich. Völlig random. Da kann ich nichts zu sagen. Also das ist irgendwie. Aber das muss doch irgendwas bedeuten. Also, hinter 7, ja, okay, was? Da haben sie so überbrückt mit, ich hab's ja die wieder angetackert und jetzt. Oh, jetzt wieder, was ja auch schon ganz schön hanebüchen war, irgendwie. Aber das. Also das muss doch irgendwas zu sagen haben. Ja, aber dann, also, ja, ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass wir eben halt auch irgendwelche. Na, mir egal. Krank sind oder selbst irgendwie, ja, ob wir, ich glaube nicht, dass wir irgendwie Heilkräfte haben oder so einen ganzen Kram. Und ich sag ganz ehrlich, diese Tuben, die wir uns über die Handfläche da gießen, das würde jetzt nicht unbedingt der Zaubertrank für alles sein. Eigentlich nicht, aber vielleicht ist ja, ich meine, Mia hat auch in Teil 7 ordentlich eingesteckt. Das stimmt. Und weil die von dem Pilz infiziert war. Vielleicht sind wir das auch, vielleicht wissen wir das nur nicht irgendwie. Okay, aber bevor wir jetzt da reingehen, gucken wir uns nochmal hier der ganze an. Der Lippenstift der Herren ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Die Oberkammerherren. Okay. Das ist Jungfernblutrot. Das gibt's nicht überall. Aber oben, wenn du mal nach oben schaust, da hat sie ja, warte, ich will nur ganz kurz mal die Fenster erstmal aufmachen für die. Ah, gute Entscheidung, Benny. Da. Ja, stimmt. Jetzt überall sind jetzt diese Ghule unterwegs, ne? Diese. Ich meine, wir haben ja jetzt ja auch den Auftrag, wir sollen ja eigentlich ganz schnell das Schloss verlassen. Ich will mir jetzt aber erstmal noch ein paar Sachen ansehen. Können wir hier irgendwie das lesen? Nee, ne? Weiß nicht, können wir es drehen? So. Untersuchen? Untersuchen können wir es. Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegten sich nicht mehr. Sie wirkten fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. 2 Tage nach der Behandlung. Alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als sich ein Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. 4 Tage nach der Behandlung. Alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig. Sie entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Es ist kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Im Gesicht werden blass und die Lippen herum werden sie tiefrot. 6 Tage nach der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körperzeug verwandelt. Alle drei Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Tochter. Ich habe bereits Namen für sie. Mela, Daniela, Cassandra. Huh. Ah, okay, alles klar. Also ist es ja nicht die Tageslicht, sondern es war die Kälte. Ja. Das ist wirklich die Kälte.
So, mach doch mal auf das Brett. Achso, hast du ja schon, ne? Hab ich ja schon. Hast du ja schon mal Fenster aufgemacht. Hast du schon mal einmal gelüftet. Guck mal, da hinten. Da hinten, stimmt. Lass mal hier nachladen. Da ist einer. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Wo ist einer? Oh ja, stimmt, da hinten. Oh, guck mal. Schön. Schöner Flügel. Unten ist wieder was zum Lasen. So, du darfst jetzt aussuchen, ob wir links oder rechts gehen. Warte, werf eine Münze. Okay, links. Links, na gut. Dann links it is. Hallo. Ist doch auch ein Schwert an. Ja. Ich würde auch gerne sowas hier mitnehmen. Ja, ne? Oh, hinter uns. Ah. Achso, ah, nee, das ist immer. Jedes Mal falle ich auf diesen Thanos-Trick hier rein. Kugel, Blume und Schwerter. Schön. Ist das jetzt ja so eine Kugel hier für das Rätsel bei dem, bei richtig, dem Duke? Bei Duke, genau. Okay, interessant. Hallo. Was ist denn hier los? Ja, die sind schon unheimlich, ne? Also, das, ja, das Schöne ist, ist echt toll gemacht, finde ich. Ja. Dass die schön langsam sind. Also die Werwürfe machen mir irgendwie mehr Probleme. Achso, jetzt ist ja auch noch umgefallen. Weil die Werwürfe sind irgendwie zu schnell. Also die sind recht schnell nah an bei dir dran und die hier sind ziemlich, ja, easygoing. Also ja, easy, ne? In Anführungsstrichen. Ja, was ich bei denen halt dennoch nicht zu verachten finde, ist halt diese schlenkernde Bewegung irgendwie. Also du kannst halt nicht ruhige Headshots ansetzen, weil der Kopf immer in Bewegung ist. Der ist nie starr. Okay. Sind langsam, im Gegensatz zu den Werwölfen, hast du recht. Aber nicht zu unterschätzende Gegner, finde ich persönlich. So, wollen wir zuerst lesen oder wollen wir zuerst spielen? Ich würde sagen, wir lesen erstmal, denn okay, wissen wir vielleicht, was wir lesen sollen. Was wir spielen sollen. Wissenschaftlicher Name. Größe 5 bis 6 cm. Ähnliche Körperstruktur wie die von Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und tief in ihren Verhalten. Auf Beutejagd versprühen sie Pheromone, um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Das übrigens, liebe Freunde, nennt sich Mimikrie. Klugscheißeffekt. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kadieu-Ei, wenn ein Kadieu-Eier, das ist ein Kadieu-Eier, in seinem Wirt liegt. Okay. Wir reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad Celsius, reduzieren sich ihr Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihre Körper versteifen sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtierchen oder Polyidelum. Ah. Ach du Scheiße. Van der Planky vergleichen. Das sind ja toll. Ich finde auch, dass Benny wieder lesen sollte. Nee. Also wenn ich sowas hier lese wie Kryptobiose bei Bärtierchen oder Polypedilium. Ja, ist auch noch falsch geschrieben. Van der Planky vergleichen. Oh Gott, was? Nee. Ja, das ist willkommen beim Legastheniker vorlesen hier in Resident Evil Village. Jetzt gucken wir mal, was wir hier für eine Sonate spielen. Aha. Ja. Jetzt euer, als ob ich Noten lesen könnte. Als ob ich das kann. So. Ja, das ist ein schöner 6/8-Takt, das kann ich dir schon mal sagen. Na gut, dann hau ich jetzt mal einen raus und sage, wir fangen das. Die erste ist ein C. Das ist die erste schon Note ist ein C. Okay. So, die zweite Note. Das wird sogar Note angezeigt. Okay, ist ja ein cool. G. Das da? Hm? Nee, warte mal. Doch, oder? Ist das ein G? Das ist ein. Nee, eins noch weiter nach links. Genau.
Ach, das musst du schnell machen? Musst du das so machen? Warte. Oder müssen wir das... Ach so, es ist ein höheres Ziel. Okay, nice. Dann müssen wir hier hin. Dann wieder hier hin. Richtig. Dann dahin, dahin. Da. Nein! Nein, dahin. Dann dahin, dann dahin, dann. Oh, das war einer zu hoch. Entschuldigung. Noch einer zu hoch. Zum Glück ist es wirklich für Bescheuerte, für mich. Warum bin ich jetzt weggegangen? Jetzt war der gleiche Ton. Sehr gut, Penny. Oho. Schlüssel. Schmiede eines anderen Schlüssel. Ah, schau mal. Ja. Hast du es erkannt? Ja, das Symbol. Nice. Sehr viele Türen lassen sich damit öffnen. Haben wir denn jetzt alle mit dem Mitrescu-Symbol schon geöffnet? Warte, wir können mal auf der Karte gucken. Ah, schau mal, da ist noch eine Tür. Und alle der Verzückung und Waffenkammer. Waffenkammer finde ich schon mal sehr geil. Da sollten wir einen Abstecher hinmachen. Wo siehst du denn hier eine Waffenkammer? Ach, da. Oh ja. Das ist aber dann zweite Etage, erste Etage, genau. Ja, hier fällt mir Bedet. Halle der Verzückung klingt gut. Aber obwohl, für Vampire, wer weiß, was uns da erwartet. Denn, wollen wir erstmal zum Duke? Zum Duke? Ja, können wir eigentlich machen. Hier könnten wir ja auch schon, hier haben wir auch schon ein Gesicht, was wir einsetzen können. Stimmt, jetzt ist die Frage, haben wir jetzt das eine mit... Maske der Trauer. Ja, warte. Maske passt nicht... Ich würde die mir gerne nochmal angucken vorher. Maske passt nicht. Also nicht da passt sie, okay. Alles klar. Ja, weil ich wollte mich eigentlich gucken, von wegen, wie viele Zeichen da hinten dran sind. What? Okay, gehen wir erstmal zum Duke. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Ganz gut, ganz gut. Von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe, bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Wenn er uns den Hinweis gibt... Willkommen! Es gibt einiges Neues zu entdecken. Oh, schön, wir haben was Neues, was wir kaufen können. Wenn er uns jetzt aber den Hinweis gibt, so von wegen mit außerhalb des Schlosses... Hier bin ich am Überlegen, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir diese Kugel da einfügen. Ich würde sagen, lass uns das herausfinden. Okay. Kugel, Blume und Schwert. Eine Metallkugel, die mit einer Blume und zwei Schwertern verziert ist. Eine Murmelbahn, wie geil. Ich muss das neigen? Ach, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nach links drehen. Ah, okay. Okay. Ach, krass. Wait. Oh. Nein. Das ist ja bitter, Alter. Das ist ja bitter. Bleib mal da. Ja, bleib mal ruhig da. So. Und volle Kanne gib ihm! Nee, das war jetzt falsch. Okay. Ich dachte nicht, dass die so hoch gehen. Kannst du die nochmal drehen, das Schloss? So kann ich das drehen. Warte mal, ich kann es ja mal so probieren. Ich kann ja versuchen, das so auszubalancieren. Schnibbidi-Schnapp. Das hast du fantastisch gemacht, Benny. Warum sehe ich da... Oh, nein! War das nicht richtig? Ich dachte, da muss es rein. Im Hof sind Löcher. Ja, aber ich dachte, da muss es rein. Nee, es muss in den Turm, wo das Licht an ist, in der Mitte. Ach, das ist ein Turm mit Licht in der Mitte? Ja, okay. Siehst du? Nee. Also, ich denke mal, dass es dahin muss. So, beruhigt euch. Andere Seite. Ach, da rein! Jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, verstehe. Snibbidi-Snap. So, jetzt beruhigen wir uns mal. Ja, bleib ruhig da. Oh, es geht zurück.
Ja, ja. Oh! Nee, das pendelt sich schon aus hier. Das konnte ich als Kind eigentlich recht gut. So, jetzt ist die große Frage. Ah, ich brauche einen anderen Winkel. Ungeil, ne? Ja, aber ich kann das nicht drehen. Oh, sehe ich das? Ich sehe nichts mehr. Ey, das ist schon gemein, ey. So ist fies. Aber ist das nicht auch gleich? Ja, genau. Oh, schön. Jetzt hart links. Super. Warte. Ich muss mal ganz kurz. Oh, Benny. Nice. Gut gemacht. Oh! Ha, Konfetti! Oh, was haben wir jetzt bekommen da unten? Was ist das denn? Oh! Oh, roter Schädel. Was? Was ist mit ihm verführt? Was ist los? Ja, Können wir das jetzt verkaufen oder was? Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Was? Nee. Das war jetzt ein Klick zu viel. So, ich werde hier hin. 8000! 8000. Okay. Warum nicht? Dann? Also die Geräusche, die der Duke macht, die sind schon echt eklig. Also. Klotzen statt kleckern. Ja, das sehe ich auch so. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. So, wir wollten uns jetzt, warte mal, wir machen uns ganz kurz einen Plan. Und der Plan ist, wo wollen wir jetzt hin als nächstes? Ja, wir wollten ja hoch, ne? ins erste OG. Ja, dann kommen wir ja quasi dort hier unten oben raus. Richtig. Und dann unten reingehen, neben dem Ankleidezimmer in dem Flur. Tschö. Und nochmal den Schlüssel benutzen. Genau da, für die Halle der Verzückung und die Waffenkammer. Okay, gut. Dann machen wir das. Auf geht's. Sei mein Spielgefährte. Ja, beruhig dich. Wir können später spielen. Das ist ein fetter Peter Griffin hinter dir her. Ah, guck mal. Schön. Vier. Schön. Die vier Dinger sind es jetzt. Guck mal hier, deswegen. Ja. Alter. Eiskalt, das Tor zu. Okay. Was? Ey, okay. Wir müssen also die Maske wieder zurück. Ja, nee, will ich aber gar nicht. Wir gehen einfach mal hier weiter. Warte. War noch was in dem Raum zu finden? Ja. Ring. A silver ring. A silver ring. Silver ring. Silver ring. So. Das ist so fies, ne? Irgendwie. Also. Vielleicht finden wir jetzt noch einen Adapterstecker oder so in dem Raum. Mich würde es jetzt mal interessieren, wenn ich jetzt das Ding jetzt hier wieder einspiele. Dann geht das wieder auf, ja. Ja, weißt du, kannst du dich noch dran erinnern bei Resident Evil mit der Shotgun? Ja. Gleich im Prinzip, ne? Vielleicht müssen wir auch irgendwas, Sachen herstellen geht ja nicht. Obwohl, doch, wir können ja Sachen herstellen. Aber das wäre schon, wär schon abgedreht irgendwie. Bau mal so einen Stecker. Oh, gut, die Waffenkammer. Ernüchternd. Aber mal gucken. Noch haben wir uns nicht umgesehen komplett. Blindmunition. Oh, gut. Schon? Ich war besorgt, meine Schwestern hätten mich bereit. Ach, die Fuck, Alter. Los, schlag dich doch ein. Achso, oh, ich hab hier gerade Frame Drops des Todes. Wie fühlt sich's an? Warte mal kurz. Nee, kann ich nicht. Mann, los, yes, ja. Ich muss mich mal ganz kurz. Huch, falsche Taste. Heil. Bereit? Haben wir irgendwie die Möglichkeit, finden wir hier Sprengstoff? Schau dich mal nochmal kurz um. Ja! Jawoll, Alter. Na dann, Benny. Gute. Doch, die Bomben.
Und der hat sie gesaugt. Du hast die Jagd verdorben. Hab ich gar nicht. Er kommt daher. Ey, ich hab doch geblockt. Ich hab geblockt. Mein Körper. Ja, den Körper. Wie hast du mich genannt? Ja, ist okay. Nein, ich wollte doch flocken. Sieht auch. Sieht mal hart aus. Komm daher, komm daher, komm daher. Nee, nee. Nee, nee. Block it. Block it like Beckham. Doch. Mach mich nicht wütend. Doch, doch. Sei doch kein böses Kätzchen. Jetzt gehst du zu weit. Ja, okay. War ein blöder Spruch. Ich gebe zu. Unmöglich. Warum? Stich. Stich. Nee, nee, nee. Ich lass dich nicht gehen. Du gehörst mir. Nur mir. Ja, da kann ich nur sagen, let it go. Let it go. Geil. So, das war Schwester Nummer 2. Jetzt haben wir nur noch eine vor uns. Nice. Also, man muss mal sagen, Benny, du bist schon ein knüppelharter Knochen, verstehst du? Irgendwie die random kleinen Leute schottet Ganze weg und die Bossfights macht er hier mit dem Messer. Ja, da muss ich mal sagen, Cojones, mein Freund. War das? Cojones.